oder der Bastelzeit und wir sind zurück mit dem Ding hier oder was davon übrig ist. Das hatte ich hier schon mal gezeigt, das ist oder war ein Bedienpanel für eine Alarmanlage. Wir sehen ja auch VDS G190515. Im Prinzip haben wir ein Tastenpad, ein zweizeiliges Display für Textzeichen, keine Grafik wahrscheinlich, 4 LEDs und einen Schlüsselschalter, den wir in 3 Stellungen machen können. Normal, intern unscharf und intern. Soweit, so gut. Das hatte man schon mal. Allerdings, die Alarmanlage, die wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Oder sie sind heute nicht mehr zugelassen. Denn wenn wir mal rumdrehen, das Ding, 42. Woche 1994, ist halt schon was älter. Mein Plan ist jetzt, das Ganze irgendwie ein bisschen zu recyceln und dafür zu sorgen, dass wir hier das Ding noch mal weiter benutzen können. Display ist, denke ich, kein so großes Problem. Wenn wir da reingucken, kann man jetzt nicht wirklich sehen, aber da ist so der Standard-Pin-Header. Das kann man mit jedem Arduino oder ähnlichem ansteuern, der ein paar Pins frei hat. Schlüsselschalter, das sind einfach nur 2 Mikrotaster, die da vom Zylinder gedrückt werden. Also auch die lassen sich einfach abgreifen. LEDs sowieso, das anzusteuern, auch kein Problem. Bleibt noch das Tastenfeld, das ist vor allen Dingen nicht nur die Tasten, sondern auch nochmal 4 LEDs, die wir dazu haben. Das wird wahrscheinlich schwieriger, das ist ein separates Board und wir sehen hier schon jede Menge Dioden. Das ist irgendeine Matrix, die dahinter steckt, das heißt also, die wird wahrscheinlich was komplexer sein. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Einfachen an, nämlich LEDs, Display und Schlüsselschalter, dass wir den schon mal haben, den Part. Und dann können wir ab da weiter gucken, wie es denn so aussieht. Es ist teilweise schon Dinge kaputt gegangen, muss ich gestehen. Und zwar, wenn wir hier gucken, hier sind ein paar Pins abgebrochen, kaputt gegangen. Gut, passiert. Ich hatte nicht aufgepasst beim Zusammensetzen. Und die hier sind halt relativ locker. Das heißt also, zurückbiegen ist da auch nicht. Die brechen dann direkt ab. Hier fehlt schon einer. Müssen wir wohl mit klarkommen. Gut, Hauptproblem hier, ich muss natürlich gucken, dass ich mit der internen Elektronik mir nicht in die Quere komme. Das heißt also im Zweifelsfall Dinge auslöten, Traces trennen. Theoretisch versuche ich sowas immer so zu gestalten, dass man es wieder rückgängig machen kann. Das heißt also zum Beispiel, indem ich Dinge ausstecke oder Dinge auslöte und dann irgendwie wieder draufklebe, dass man sie später wieder reinbekommen kann. Aber ich fürchte, hier ist der Zug schon abgefahren, einfach durch die kaputten Pins hier. Und dann schneide ich im Zweifelsfall halt ein paar Traces durch, das passt dann auch. Ja, Display, wie gesagt, Standard, das ist in dieser HD 445 irgendwas. Müsst nur mal gucken, wie es ist. Hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Die lassen sich relativ einfach ansteuern, brauchen natürlich ein paar Pins. Ich glaube, Minimum ist 6 oder 7 Pins, die wir brauchen. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich habe im Notfall noch Adapter, die die auf I2C ummappen. Dann brauchen wir plötzlich nur noch 2, 3 Pins. Das spart dann da im Zweifelsfall. Denn ich habe die dumme Befürchtung, wir brauchen hier eine Menge Pins. Dann werden wir mal gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabotage und der andere Reset-Button, den lasse ich mal weg. Aber dann haben wir immer noch hier diese ganze Matrix und das sind halt auch noch ein paar, okay, da geht schon wieder einer flöten, das sind halt auch noch ein paar Pins, die da drauf gehen und meine Idee war eigentlich, da ein ESP reinzusetzen fürs Erste, dass ich das mehr oder weniger als Anzeige-Ding für Störmeldungen nutzen kann. Aber ESP, muss mal gucken. Meistens nutze ich ja die, wo ist er? Die 8266er, die haben jetzt nicht ganz so viele GPIO. Das wird auf jeden Fall eng. Mal gucken, ich habe hier noch 32er irgendwo rumliegen. Die haben im Zweifelsfall ein paar GPIO mehr. Müsste ich mal gucken, was davon nutzbar ist, was nicht. Da gibt es halt auch so ein paar Einschränkungen. Im Notfall muss ich hingehen und einen Port-Expander oder sowas benutzen. Das heißt also, irgendein zusätzlicher Mikrochip, wo wir mit einer Datenkanal reingehen, zum Beispiel I2C, also 2, 3 Pins. Und hinten dran haben wir dann, keine Ahnung, 8, 16 Aus- oder Eingänge. Und so können wir dann, denke ich, da auch hier das Ganze ein bisschen in den Griff bekommen, ohne dass wir allzu weit hier gucken müssen.
Okay, ja, leider hier nirgendwo irgendwas gesockelt. Das heißt also, ich komme nicht dran rum, wirklich da größere Hand anzulegen. Kann ich einfach irgendwie hier die Chips rausholen und dann passt das schon. Das heißt also, na, im Zweifelsfall müssen wir wirklich einmal durchpiepen, was denn hier was ist. Fangen wir, denke ich, mal mit den LEDs an, weil LEDs klingt immer einfach. LEDs, wenn wir auf der Rückseite gucken, dann geht hier... Ich wollte gerade sagen, die gehen alle auf ein großes, aber anscheinend sind die das nicht. Na doch. Der äußere geht auf jeden Fall hier auf das große Trace. Das hätte ich ja eigentlich von allen erwartet, aber... Die anderen LEDs, die gehen hier auf andere Teile. Hä? So viel zu meiner Idee, da haben wir einen gemeinsamen Pluspol und können den Minus uns einfach krallen. Aber anscheinend haben die auch noch andere Spannungsversorgungen. Das könnte dann natürlich wieder ausarten, dass wir da am Ende alles neu verdrahten müssen. Gehen wir mal durchpiepen. Und dann gucken wir einfach mal. Das hier ist der, der hier hingeht. Ist der hiermit verbunden? Nö. Great. Das heißt, wir haben im Prinzip... Eine Verbindung zu hier dem und hier dem, das heißt die mittleren beiden, die beiden gelben LEDs sind das, glaube ich. Ah ne, eine rote und eine gelbe. Die sind erstmal kein Problem, die scheinen hier auf einen Plus zu gehen vom Mikrocontroller. Und an dem hängt auch das Poti. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Poti ist, um die Helligkeit hier vom Display zu regeln. Können wir mal gucken, ich glaube das war der dritte. Ja, genau, der ist verbunden. Das heißt also Helligkeit vom Display. Play. Das ist dann unsere 5-Volt-Schiene wahrscheinlich. Ja. Okay, 5-Volt-Schiene erstmal kein Problem. Da hängen dann die dran. Was mir aber gerade auffällt, hängt da wirklich die Kathode dran? Ich glaube, die Kathode hängt an Ground. Okay, wir schneiden sie raus. Das wird mir zu dumm. Dann habe ich auch nicht so viel Probleme hier beim Einfädeln. Ist zwar jetzt schade drum, aber wie gesagt, das Board ist für mich eh schon soweit abgeschrieben. So. Zack, zack, zack. Dann können wir die hier einfach einkleben. Betrieb, ach nee, Moment, Prozessorstörung. Störung. Alarm. Und Betrieb. So. Dann machen wir dann die positiven alle zusammen. Eventuell drucke ich mir noch was, dass die nicht so weit hier vorne rausstehen, sondern ein bisschen weiter hinten sind. Das wäre, denke ich, einfacher. Aber ja gut. Ich suche dann mal was, um hier die einzukleben. Was den Anschluss angeht, da werden wir ein bisschen naughty. Normalerweise holt man ja einen Kondensator, einen Transistor noch dazwischen. Aber die GPIOs von so einem ESP32, die können halt ein paar Milliampere. Und das reicht für die LEDs. Das heißt, ich werde es jetzt einfach mal direkt dran löten. Einfach um zu gucken, dass alles funktioniert. Und ja, dann haben wir zumindest schon mal die 4. Fehlt als nächstes halt dann noch das Display. Aber wie gesagt, das sollte passen. Ah, cool. Hier sehe ich sogar gerade, hier hat man einen Kondensator noch nachträglich drüber gelötet. Anscheinend war das Ding nicht so stabil in der Originalschaltung. Been there, done that. Okay. Soweit, so gut. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Haben wir hier ein Käbelchen. So. Mal kontrollieren, keine Kurzschlüsse. Einstecken und... Okay, keine Flammen. Das ist soweit schon mal gut. Dann gucke ich mal gerade irgendein Testprogramm drauf spielen. Sekunde. Okay, dann schauen wir mal, was hier passiert. Aktuell leuchtet alles, wie ich gerade sehe. Okay, ja, okay, stimmt. Ich habe nicht invertiert, aber... dann können wir hier das Licht ein bisschen runter machen. Moment. So sieht man das, denke ich, besser. Okay. Dann schalten wir jetzt mal Alarm an. Jo.
Betrieb. Störung. Prozessor. Ja, funktioniert. Wir sehen jetzt auch, aktuell sind die halt hier komplett dimmbar. Das heißt, wir können hier den Alarm holen und können den zum Beispiel auf dunkler stellen. Ja, ich würde mal sagen, die LEDs haben wir auf jeden Fall schon mal angebunden. Wie gesagt, gleich mal noch hier eine Runde invertieren. Aber dann sollten wir in der Lage sein, Betriebalarm und eine Prozessorstörung durchaus darzustellen, wie wir das halt haben wollen. So, was das Display angeht, ich habe das jetzt einfach mal hier reingeklebt. Das müsste eigentlich erstmal ausreichen. Mit Glück kann ich hier das Ding weglassen und dann haben wir mehr Platz da hinten drin. Das hier ist Pin 1. Das ist zum Glück hier beschrieben. Allerdings, was mir aufgefallen ist, wir haben die letzten beiden Pins, die eigentlich die Hintergrundbeleuchtung sind. Jetzt ist die Frage, was macht der als Hintergrundbeleuchtung? Gerade mal gucken. Moment mal. Hat der überhaupt genügend Pins für eine Hintergrundbeleuchtung? Oder bin ich jetzt gerade irgendwo falsch abgebogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Wenn das 14 sind, ja, es sind 14, dann ist das hier der Pin D7 und nicht Hintergrundbeleuchtung. Das heißt also, es gibt keine Beleuchtung vom Display, ist rein reflektiv. Das heißt also, kann man entsprechend dann nur im Licht lesen. Aber das ist, denke ich, okay für uns an der Stelle. Das heißt, wir können im Prinzip hier direkt ran. Wir brauchen 4 Datenpins. Normalerweise sind es 8 hier drauf, aber mit 4 kann man dann in halber Geschwindigkeit trotzdem reinshiften und spart Pins. Dann brauchen wir ein Enable, ein Umschalten zwischen Kommando und Daten. Und ich glaube, das müsste es sein. Was haben wir sonst noch an Pins hier drauf? Wir haben einen Read-Write. Da wir aber nur drauf schreiben, können wir den fix auf, ich glaube, Ground machen. 4 Datenpins fallen weg. Boah. Ansonsten Ground, VCC und gegebenenfalls ein POTI. Hier hatten wir ja auf dem Originalboard, wo ist es? Da? Nee, da. Ein Potentiometer drauf, das ist, um den Kontrast einzustellen. Ich gebe einfach mal 3,3 Volt drauf und hoffe, dass das reicht. Mit Glück ist das genug. Mit Pech müssen wir noch einen POTI irgendwo reinbauen, aber ich denke mal, wir können das auf jeden Fall so probieren. Das müsste erstmal klappen. So, ich suche mir mal wieder mein Käbelchen. Und dann löte mal alles fix dran. Das sollte dann theoretisch funktionieren. Mit etwas Glück. Was ich noch gucken muss, ist die VCC. Normalerweise laufen die mit 5 Volt. Theoretisch haben wir ja auch 5 Volt. Ist die Frage, ob ich 5 Volt oder 3,3 Volt anklemme. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte ja schon mal so einen Display-Umsetzer gebaut, was ich da benutzt habe. Andererseits, ich glaube, die Eingänge sind alle nicht mit irgendwelchen Pull-Ups oder so vom Display her versehen. Das heißt, selbst wenn wir da hingehen, fehlt doch ein Kabel. Selbst wenn wir da hingehen und 5 Volt draufgeben, sollte eigentlich hier nirgendwo 5 Volt rauskommen und irgendwie zurück in unseren ESP reingehen. Und ja, gut, ich gehe mal eine Runde löten. Okay, ist alles jetzt angeschlossen. Kleinen Fehler habe ich gemacht und zwar hatte ich die VCC und den Kontrastregler auf einen kurz geschlossen. Ich wollte ja eigentlich Kontrast auf 3,3 Volt, aber VCC auf VIN, also 5 Volt. Ich habe es jetzt beide mal auf 3,3, mal gucken, ob das geht. Ansonsten die Datenkanäle hier hinten, die letzten 4, die sind auf den Pins 15, 16, 17 und 18. Dann haben wir noch den Enable, müsste das sein, auf der D5 und D... Wieso D2? D4 war doch noch frei. Egal, der D2... ist dann der Kommando oder Daten. Jetzt muss der ganze Kram nur noch funktionieren. Mal gucken, ob wir da was hinbekommen. Ich habe die Befürchtung, jetzt stimmt aber hier unsere Anzeige nicht.
Das heißt also, dass der Kontrast nicht passt oder dass die Betriebsspannung nicht reicht für den Hauptcontroller. Schalte mal den Strom mal an und... Also erstmal, wir sehen nichts. Das ist jetzt in dem Fall gut, weil wenn nichts da ist, ist auch kein Rauch da. Dann spiele ich mal eine Firmware drauf, die nicht nur LEDs blinken lässt, sondern auch das Display ansteuert. Mit Glück kommt dann ja was raus. Ja, natürlich hat das Ganze nicht funktioniert, kein Bild. Problem war die Spannungsversorgung und auch der Kontrast. Bin dann am Ende hingegangen, habe das Ding wirklich mit 5 Volt Spannung versorgt. Und für den Kontrast habe ich vom Originalboard das Proti ausgelötet, das dazwischen gemacht. Da sind zwar ein paar mehr Teile, als mir das lieb gewesen wäre, aber hey, dafür kriegen wir ein Bild. Okay, soweit so gut. Wir haben unser Display, wir haben unsere 4 LEDs. Fehlt nur noch der Schlüssel und ich habe die Befürchtung, das wird nicht ganz so einfach. Prinzipiell, es sind einfach nur 2 Schalter mit Schließern. Das heißt also, ja, die anzuklemmen, das ist nur eine Sache von einem Draht an einen GPIO zu hängen. Daran soll es nicht scheitern, aber die ganzen sitzen hier auf diesem Blech und das ist an der Platine fest. Und wenn wir das Ding hier mal rumdrehen, das muss hier auf diese Höhe. Wir gucken, das hing halt so. Dadurch, dass jetzt hier mein ganzer Kram ist und ich auch noch Platz brauche, um einen ESP irgendwo unterzubringen, ist das natürlich eher schwierig. Ich könnte jetzt natürlich hier einfach absäbeln und dann hier dieses Teil mit den beiden Schrauben hier hinschrauben und gut ist. Klingt nur mäßig gut. Das heißt, ich werde mal irgendwie mit einem 3D-Drucker gerade was zusammenspinnen, was ich dann hier irgendwie dazwischen schrauben kann und dann ja, wird das hoffentlich dann auch halten. Das Ergebnis sieht hier so aus. Ja, Plastikteil, links und rechts die beiden Schalter und oben eine Schraube zum Festschrauben. Im Nachhinein hätte ich besser die rechts unten auch noch mit dabei geholt, dann kann es sich nicht so verdrehen, aber... Reicht fürs Erste. Das heißt, ich kann die Schalter da drauf montieren, die Platte zur Sicherheit nochmal oben drauf. Dann haben wir auch den richtigen Abstand und Stabilität. Und ja, dann geht es nur noch ans Verkabeln. Die Schalter habe ich dabei so gemacht, dass alle auf dem Common auf Ground gelegt sind und dann jeweils eine Leitung zum ESP. Da bin ich aber hingegangen und habe die VN- und VP-Pins geholt. Das sind analoge Eingänge eigentlich, kann man auch digital nutzen. Einziges Problem an der Stelle, die sind ausschließlich für Eingänge und sie haben keinen internen Pull-Up oder Pull-Down. Das heißt, ich musste auch noch hingehen und extern Widerstände dran setzen, um entsprechend da Pull-Up, Pull-Down zu haben. Aber dafür verschwenden wir halt keinen GPIO, der auch Ausgang kann, weil die brauchen wir eventuell später nochmal für diese Tastenmatrix. Ja, und dann haben wir den fertigen Aufbau. Display funktioniert, die Lampen funktionieren. Die Alarm sehe ich gerade, ist ein bisschen reingerutscht, muss ich gleich mal wieder rausholen. Und ja, wir sehen hier oben auch, er zieht automatisch Uhrzeit und Datum aktuell von meinem Server. Das Ganze natürlich nicht wirklich für Alarmanlagen jetzt mehr gedacht. Zum einen, ja, man sieht halt, aktuell ist die Stromversorgung hier einfach aus einem Kasten nebenan. Das müsste natürlich irgendwie hinten durch die Wand. Und das Zweite, was natürlich ist, hier steckt ein ESP drin, das Ding läuft mit WLAN und Funk- und Sicherheitssysteme, aber das passt einfach nicht zusammen. Das sollte natürlich besser über andere Wege gehen, die dann weniger anfällig sind, denn Funk kann man sowohl absichtlich als auch unbeabsichtigt sehr einfach stören. Nun ja, ansonsten, ich kann die LEDs jetzt hier schön per WLAN ansteuern, wie ich möchte. Display sowieso und auch der Schlüssel. Wenn wir den hier reinmachen, dann können wir hier auf unscharf stellen. Das geht dann auch aufs Display und automatisch blinkt dann hier Betrieb. Intern theoretisch auch, allerdings, ja, keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Irgendwo habe ich ja wohl einen Puffer doppelt benutzt. Das Display macht dann seltsame Dinge. Naja, ist ja auch egal, Rest funktioniert. Was aktuell natürlich noch nicht funktioniert, das ist das komplette Keypad. Da muss ich, wie gesagt, erstmal rauskriegen, wie diese ganze Matrix aufgebaut ist. Insbesondere, weil halt hier unter manchen von den Tasten auch noch LEDs dran sind. Das wird dann nochmal spaßiger. Aber ich denke, das machen wir dann zu einem eigenen Video. Bis dahin habe ich wenigstens hier eine Anzeige, was das Ding macht. Ein paar schöne LEDs. Und die Möglichkeit, das Ding unscharf zu stellen. Oder auf gut Deutsch, es tut erstmal, was es soll.